Gerhard, machst du eigentlich einfach weiter, ohne zu filmen? Immer noch verkrüppelt? Nicht mehr lange. Hey, hallo zusammen, wir sind wieder mal dran. Ihr seht, wir sind am Arbeiten. Heute geht es um Folgendes. Dass diese zwei Komponenten Epoxy Grundierung haben wir ja letztes Mal angebracht und die ist sehr hart. Aber man kann nicht einfach alles mit der Schleifmaschine schleifen, denn es gibt Stellen, wenn du da zu viel schleifst, schleifst du wieder vom Kevlar ab. Das machen wir dann von Hand, auch die Kanten, dass es weniger, dass man nichts verschleift, machen wir das auch von Hand. Und dann machen wir noch mit einem Spachtel, gleichen wir die groben Stellen aus, wird wieder geschliffen. Und dann kann man das Ganze zum ersten Mal dann mit dem Farbe, die Andi mitgebracht hat, streichen. Die Türe werden wir noch anfangen reinschneiden, dass die reinpasst. Oben ein bisschen mehr Luft für das Scharnier, weil es jetzt innenliegend ist. Ja, und wenn das dann alles gemacht ist, die Türe passt, alles sitzt, müssen wir nur noch die Kiste machen. Das gibt dann auch noch Herausforderungen. Aber Andreas liebt Herausforderungen. Ja, sicher. Das ist eine Abwechslung zu seinem Alltag. Ja. Komm, sag doch mal was den Zuschauern. Die wollen von meinem Input was lernen. Ja, und übrigens, ich bekomme verdammt viele Mails. Also, es ist mir fast zu viel. Ich kann nicht überall antworten, Jungs, ehrlich. Und ich muss auch arbeiten und Geld verdienen zwischendurch. Sorry, wenn ich nicht alle Mails sofort oder überhaupt beantworten kann, weil das ist zu viel. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber wirklich, ich komme langsam an den Anschlag. Und durch meinen Unfall bin ich momentan eh nicht so flexibel. Muss ich jetzt schauen, dass ich jede Minute noch etwas arbeiten kann, wo ich auch Geld verdiene. Nicht böse sein, aber ist einfach so. So, ich habe jetzt hier mal die Tür vorbereitet. Die sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier mit der Kreissäge ungefähr 3 mm genommen. Einmal rundherum, damit die Tür auch schön in den Ausschnitt passt. Und dann ein Holz verklebt, wie man sieht, auch rundherum. Hier sieht man ein paar Löcher, das war schon mal am Scharnier montiert am Waage. Aber zum Grundieren müssen wir die Tür natürlich wieder abnehmen. Ja. Bisschen angeschliffen, abgeklebt. Überall kommt dann hier Grundierung und hier. Gerhard ist mittlerweile ein bisschen am Verspachteln. Im Moment sieht der Wagen einfach ein bisschen wild aus. Aber das ändert ja dann, wenn die Farbe drauf ist. Das ganze Spachtelarbeit ist einfach das Schlimme. Das Problem ist, wenn du keinen Leichtbau machst, das kann jeder spachteln. Aber wenn du einen Leichtbau machst, dann ist das Spachteln und das Schleifen und Lackieren 100-mal aufwendiger. Denn jedes Gramm, das überflüssig ist, musst du wegmachen. Sonst hast du am Schluss 10 Kilo Spachtel drauf. Deshalb ist es ja auch viel einfacher, wenn du eine größere Serie machen kannst, das Ganze in einer Form zu machen. Dann kannst du all diese Spachtelarbeiten nicht. Aber dann musst du schon eine gewisse Anzahl Bestellungen haben, zumindest 20, 30 Stück, damit es rentiert, eine Form zu machen. Deshalb lasse ich das schon mal jetzt. Naja, wird auch einmal fertig. Das ganz Feine kann dann der Andreas noch machen. Er entscheidet am Schluss, wie exakt dann alles sein muss. Jetzt geht es dann endlich mit der Kiste los. Jetzt haben wir bereits hier Winkel reingeklebt an allen vier Ecken. Das ist dann quasi die Führungsschiene oder die Laufschiene. Achso, sagt man jetzt ein Kleben oder ein Laminieren? Ein Löten. Okay. Und hier haben wir jetzt quasi die Bodenplatte von der Kiste. Jetzt schneiden wir hier ein bisschen was ab, dass das ordentlich da reinpasst. Dann kommen natürlich vier Wände und dann kommt hier auch wieder ein Aluwinkel drauf, dass Alu auf Alu läuft. Ja, und hier bei diesem kleinen Aluwinkel, den wir jetzt eingeklebt haben, warten wir, ob sie trocknen oder aushärten. Okay. Mal Andreas, würdest du einen Bullen umfahren oder umfahren? Ach, guck mal, nee, du kommst der Quatsch. So, Segen, Kollege. Okay, ich säge. Oder fräst du? Fräst du noch oder sägst du schon? Ja, wir haben festgestellt, es gibt Leute, die nehmen das ziemlich genau auf YouTube. Ob man jetzt fräst oder sägt oder klebt.
Ja, das ist aber der Unterschied eher zu Deutschland und Schweiz. Sägen und fräsen. Du, da geht gar nichts. Was man sagt. Weißt du, wieso die nicht geht? Die braucht Strom. Weißt du, das einzige Positive in meinem Leben, die letzten 2 Jahre, war 2-mal positiv bei Corona. Die Kiste wird übrigens diese 11 plus nochmal 32 dabei. Und dann machen wir ja unten so kleine Füße von ungefähr 2 cm noch dran. Weil die Kiste muss ja im ausgefahrenen Zustand ziemlich gleich mit der Reifenhöhe sein. So, jetzt haben wir hier den Deckel von innen. Und zwar... Allerdings ist er jetzt leider verkehrt drum. Das wird ja ausgeschnitten. Der Ausschnitt ist dann an dieser Seite, quasi da, wo die Tür ist, damit ich unten die Füße reintun kann und natürlich dann unten noch Sachen reintun kann. Und hier seht ihr ja, ist der Rand eingezeichnet. Und der Rand, der liegt ja dann hier komplett einmal drumherum auf. Hier ist quasi die Sitzfläche. Da kommt dann noch eine Verstrebung rein, dass man auch das vernünftig hält, von Stabilität her, wenn man drauf sitzt. Ja, habe ich was vergessen? Da ist die zweite Sitzfläche. Ah ja, genau. Hier ist natürlich auch eine Sitzfläche. Hier sitze ich ja dann 360 Grad im Wohnwagen und kann rausgucken. Ja. Deswegen hat es hier eine Sitzfläche und hier eine Sitzfläche. Und hier ist ja dann die Lehne. Und die Seitenteile haben wir jetzt auch schon zugeschnitten. Das kommt dann genau so dahin. Also es ist schon recht hoch. Ja, es ist einfach eine vollwertige Sitzhöhe. Ja. Und das ist auch genau so. Das ist ja jetzt ungefähr 40 und ist genauso hoch wie ein Stuhl. Ja. Also innen in der Kiste hast du eine Höhe von 41 cm. Jo. So, jetzt ist eine Woche rum. Gerhard hat schon mal was vorbereitet. Erzähl mal was zu, gewichtsmäßig und was wir sonst noch erzählen könnten. Okay, ich habe mit der Kiste angefangen. Hallo zusammen überhaupt, ja. Hier, dann haben wir den Boden. Das ist der Boden von der Kiste. Und dann haben wir hier die Stücke. Das sind dann die Umrandungen. Die kommen jetzt so raufgeklebt. Also das Ganze, ich mach mal die Krücke weg, das Ganze kommt dann so rum. Und dann haben wir hier noch so Unterteilungen. Und dann, was oben drauf kommt, das ist dann dieses Stück. Da mit dem Loch, wo man sitzen kann, das ist dann hier oben drauf. Und hier ist ein Brett, das habe ich da hinten, das kommt dann hier rein und man schließen kann, damit man die volle Breite hat zum Liegen. Ja. Aber anfangs kann jetzt eben einer hier sitzen und einer kann auch hier sitzen. Und ich habe es jetzt mal so provisorisch gewogen. Bis jetzt sind wir so etwa bei 4 Kilo. Jetzt kommen natürlich noch unten drauf jetzt noch laminiert, da kommen noch ein paar Aluprofile hin, aber ich denke, wir sollten das so mit dem Deckel und allem zusammen so zwischen 6 und 7 Kilo hinkriegen. Also eigentlich viel leichter als meine Kiste, obwohl sie grösser ist. Ein bisschen eine neue Bautechnik. Und durch das, dass wir das nicht unterteilen und ein Stück machen, ist das Ganze auch steifer und wird leichter. Ja, das wäre etwa das. Und beim Wohnwagen sind wir nach wie vor, so wie er hier steht, bei etwa 26, 27 Kilo. Mit Türen, mit allem fertig. Jetzt das Ganze wird nochmal geschliffen, nochmal grundiert. Und dann können wir das nächste Mal schon lackieren. Ja, vielleicht reicht es morgen noch, das Ganze nochmal zu grundieren. Es muss einfach alles noch sehr fein angeschliffen werden. Also sehr wichtig, nicht zu viel, damit nicht wieder die Kevlarfasern hervorkommen. Jetzt werden wir mal zuerst die Kiste zusammenbauen. Das ist die erste Priorität. Und wenn es reicht, können wir dann morgen das noch anschleifen und lackieren. Ja, und dann kannst du ihn schon bald nach Hause nehmen und innen selber den Rest machen. Ja. Die Räder sind auch bestellt. Die kommen, das sind Fatbike von TT Swiss Felgen, 8 cm, sehr leichte, mit einer 4-5er Bereifung. Die Schläuche sind auch schon hier. Was ich festgestellt habe, ist einfach,
Wenn du leichte Schläuche nimmst, dann hast du kein Autoventil, also diese Rennveloventil, diese feinen. Gut, ich bin nicht so begeistert, aber es ist halt ein Kompromiss, den man eingehen muss. Aber. Wir sind jetzt hier am Kleben. Ihr seht, die ersten zwei Seitenwände haben wir schon geklebt. Es wird natürlich mit 5 Minuten Epoxy geklebt, deswegen muss das jetzt ein bisschen zackig gehen. Das riecht schon gut. Pommi Heppe. Ja, das riecht zu viel. Viel zu viel. Ah, viel zu viel. Nochmal, noch mehr. Was willst du jetzt hier an den Kanten dann machen, wo das RX vorsteht? Da kommt ein dünnes Glas drauf. Und die Kanten, dann kommt das Aluminiumprofil drüber. Und innen Hohlkehlen. Mhm. Und dann machen wir eine Carbonverstärkung. Innen? Ja. Oh. Und dann geht's rund. Merkt ihr was? Was denn? Hab Scheiße gemacht. Mal dran lecken vielleicht. Hier kannst du auch noch mal ein bisschen riechen, wenn du willst. Mach ich das am Auspuff. Bist du bereit? Jawohl. So, halten. Die Länge stimmt sogar. He? Ist das geil, Alter. Komm rüber. Das Innenleben wäre jetzt eingebaut. Das ist ja. Hier sitzt man drauf und hier sitzt man drauf. Jetzt machen wir überall, wo wir geklebt haben, Hohlkehlen drauf. Und dann kommt dann nachher noch das ganz dünnes Glas. Hier ist es. Wie viel Gramm haben wir hier? Das sind etwa 200 Gramm. Das kommt dann auch nur in den Ecken, wo die Hohlkehle ist. Hohlkehle, nicht Hohlbirne. Für die einen ist es eine Glatze, für die anderen die längste Stirn der Welt. Ja, die schönste Stirn der Welt. Ja, im Moment, also wie gesagt, die Kiste wiegt, ich kann's mal schätze, 3 Kilo. Wir können es mal wägen. Du kannst gar nicht lesen. 3,9. Ja, ich schätze ein bisschen mehr als 3 Kilo, weil jetzt kommt ja nicht mehr viel dazu. Also unter 6 Kilo bringen wir die nicht hin, das ist unmöglich bei dieser Fläche. Das sind dann jetzt 28 plus 6, das sind 34. Dann kommt noch die Isolation innen. Das sind dann vielleicht auch noch mal 4 Kilo Stoff, Isolation und alles, 38. Dann das Tischchen und noch die Rückenlehne. Das macht dann auch noch mal etwa 2 Kilo 40. Und dann kommen noch die Räder. Ich sage mal so 6, 7 Kilo, 47. Und dann noch die Elektronik. Für 50? Kilo. Unter 50 wird auf jeden Fall sein, komplett. Also für diese große Fläche, die wir hier haben, ist das nicht viel. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt angefangen, in den Isolator dran zu kleben, weil hier und hier kommt man nachher schlecht dran. Ja, das Epoxy ist schön getrocknet. Zeige ich euch mal, was Gerhard da macht. Gerhard leimt noch gerade die Kanten. Ja, ich habe jetzt das vorhin 360 Grad gedreht, seht ihr? So. Sehr schön. Oh. Ich werde verrückt. Was haben wir noch gemacht? Also, dann haben wir noch den kompletten Wurmwagen noch mal abgeschliffen. Alles, was hier so ein bisschen überall gespachtelt war. Hier sieht man es überall. Genau. Die Rückenlehne ist jetzt fertig. Die nehme ich diesmal mit nach Hause. Und das ist ja die Seite, wo man sich anlehnt. Die beziehe ich dann noch schön mit Stoff. Haben wir noch die Tür abgeschliffen und dann auch noch mal mit Epoxy eingestrichen. Ach komm, jetzt dann hier noch die Hölzer dran für die zwei Schlösser. Machen wir aber diesmal nicht mehr. Wir müssen zuerst hier richten.
lege hier drauf, so wie es muss sein. He? Hier bei dir auch. So, jetzt tust du hier. Warte, jetzt muss ich hier etwas herlegen. Da kommt er nicht ganz runter. So, jetzt bist du gerichtet bei dir, hä? Ja, bis auf hinten da. Ja, ja, das tun wir jetzt nachher. Zeig noch hier. Noch ein bisschen so rein, hä? So. Zeig, ist das gut? So. So, okay. Zuerst vorne runter. Jetzt haben wir noch nicht schön, weißt du jetzt? Oh. Warte mal schnell, ist es richtig? Ja, der ist richtig, ja. Zuerst vorab. Halt, stopp. So schräg jetzt. Oh, jetzt kannst du so richtig gut. Nein, das passt. Und? Es passt. Das Ding kann man rausnehmen. Nein, das ist gut. Warte, wie man sieht. Es passt. Sehr gut. Angegossen, ja. Ah, bin ich froh, ist jetzt die Kiste endlich drin. Ja, das ist gut, ja. Nächste Woche sollen jetzt übrigens die Räder kommen. Und dann können wir dann endlich mal hier rausziehen. Dann kann man sich mal endlich das Ding von weiter weg auch mal angucken wieder. Das haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Da war noch gutes Wetter. Ja, ja. Da war noch warm. Ja. Jetzt dann die Kiste muss fertig gemacht werden. Dann schaffen wir es heute noch zu grundieren nochmal. Ja. Ja, ne? Machen wir noch. Das machen wir noch. Und ja, nächstes Mal ist dann hoffentlich schon jetzt, die Farbe. Ja, das nächste Mal, jetzt grundieren wir. Die Kiste kann ich dann nächste Woche noch machen, das ganze Zeug. Und dann nähern wir uns dem Ende. Ja. Ich freue mich richtig auf die Räder, wenn man das dann das erste Mal so sieht. Ja, die sind fett. Der alte Mann kann schon nicht mehr. Der alte Mann kann schon nicht mehr. Hier, schon haben wir Red Bull saufen. Wie viel willst du anfangen mit dem Video? Das ist schon das dritte Mal jetzt. Ja, ab und zu verspricht man sich halt. So, wollen wir mal gucken. Gucken? Gucken. Grundiert haben wir jetzt zweimal und immer wieder schön verschliffen. Jetzt haben wir abgeklebt und dann geht's mit der Deckschicht los. Und dort die Kiste kannst du auch noch zeigen. Also, ja. So sieht im Moment die Kiste aus. Hier haben wir jetzt noch den Rand reingeklebt, weil da kommt ja dann der Deckel drauf. Ja, innen sieht das Ganze jetzt so aus. Die müssen wir dann von außen noch schön schleifen. Und dann Klarlack drüber. Hier kommen ja dann die Aluprofile drüber. Unten kommt auch ein Aluprofil drauf, wo dann noch eine Dichtung sitzt. Sonst haben wir eigentlich nichts gemacht. Ne? Nichts gemacht? Nein. Aber Schleifen ist die größte Arbeit. Sonst waren wir faul. Nein, ja, faule Schleifer, ja. Nein, das Schleifen ist die größte Arbeit. Also wenn ihr eine saubere, einigermaßen saubere Oberfläche wollt, dann ist fast die Hälfte der Zeit vom Bauen geht beim Schleifen und Lackieren drauf. Wie viele Stunden haben wir jetzt wohl geschliffen? 20? Ja, und dann noch lackiert und jetzt wieder lackieren, ja, schleifen, lackieren. Also das ist sicher fast die Hälfte, die für Feinarbeit und Schleifarbeit bei so einem Projekt drauf geht. Aber wenn du das nicht machst, wird es entweder zu schwer oder es sieht scheußlich aus. Die Kunst, jeder kann eine Autokarosserie oder so schön flach hinbringen, aber die Kunst ist halt, jedes Gramm Farbe und Spachtel, das hier zu viel drauf ist, das ist zu schwer. Gewicht, was nicht sein soll. Deshalb muss man immer genau so viel abschleifen, dass es wirklich wieder das Laminat nach vorne kommt und der Rest bleibt und immer Gewicht sparen. Das ist aufwendig. Und deshalb ist es auch viel, viel schwieriger, eine schöne Oberfläche bei einem Leichtbau hinzukriegen, als bei einem normalen Wohnwagen oder ja, vor allem jetzt solche Kanten, ne? Alles schön von Hand, die ganze Zeit. Ja. Ja, aber es fühlt sich jetzt gut an. Ja, okay. Wir haben ja auch alles abgeklebt. Wir sind jetzt, alles ist vorbereitet. Zuerst streichen wir unten, dann drehen wir den ganzen Wohnwagen um
und drehen den oberen Teil. Und Andreas zeigt euch jetzt, welche Farbe wir nehmen. Nochmal genau hier. Seht ihr? Und jetzt gehen wir zum Andreas und er erzählt uns, welche Farbe er will. Also wir haben ja jetzt 2K-Farbe hier. Aber in dem Video werdet ihr nicht mehr erfahren, welche Deckfarbe wir haben, sondern erst im Zusammenschnitt, weil das ist jetzt leider gewesen mit den Bauvideos. Wir sind nämlich so gut wie durch und alles, was innen ist, mache ich dann alleine zu Hause. Und ja, es wird dann so einen Zusammenschnitt geben von ungefähr 10 Minuten. Bist du sicher? Dann, ja. Vielleicht auch 20. Nein, das ist lang. Ja, wo es dann im Zeitraffer das ganze Ding gebaut wird. Und eine Roomtour wird es dann natürlich irgendwann auch noch mal geben. Habt ihr gehört, eine Roomtour? Aber ich nehme dann einen Tee dazu, Tee rum. So, hier ist mein Käffchen. Leute, wie ihr seht, der Wohnwagen ist raus aus der Werkstatt. Ja, jetzt sind noch ein bisschen Restarbeiten. Ich muss jetzt noch mal einmal komplett abschleifen. Und dann wird lackiert und nachher dann noch mit Klarlack drüber. Dann werde ich zu Hause noch die Elektrik machen und die Dämmung. Und die Kiste, wo die Kamera gerade drauf steht, die bleibt erstmal hier. Da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Und dann sind wir quasi fertig, ne? Ja, dann kommt. Dann sind wir fertig und das sieht ganz gut. Wir haben es schon fast fertig gesehen draußen mit den Rädern. Aber das zeigen wir euch natürlich noch nicht. Es sieht wirklich cool aus. Also ich bin selber überrascht. Und das Coole ist auch, dass es jetzt alles perfekt in sein Auto passt. Mhm. Zum Transport. So, hä? Zentimeter? Ja, genau, genau. Und du kannst es nur vorne, die Kiste rauf, vorne reinschieben. Dann kannst du nur noch die Räder wegnehmen und den Rest reinschieben und es verräumt das Ganze. Ja. Genial. Ja, eine Minute. Ja, eine Minute, das Ganze ist verräumt. Nein, also ich selber habe verdammt viel Freude und es inspiriert mich für meinen eigenen neuen Camper. Aber zunächst, ihr seht es vielleicht, da ist Material, das nächste große Projekt. Nächste Woche kommen noch 100 Quadratmeter RX-Platten, 3 cm dick. Das gibt auch was Interessantes, das ich dann euch zeigen werde, wie ich das baue. Also da gibt es dann auch Videos davon. Aber das ist natürlich ein Riesenprojekt, da bin ich auch mindestens 5 Monate dran. Aber das wird was ganz Cooles. Ja. Wenn ich noch so komme, werde ich auch noch schnell mal was zum Fahrrad abdrehen. Die Schwinge ist jetzt auch fertig, die liegt im Auto. Die schraube ich dann morgen ans Fahrrad. Dann brauche ich jetzt nur noch ein größeres Ritzel hinten. Das habe ich schon zu Hause liegen, das schraube ich dann noch dran. Weil dann habe ich am Berg mehr Power und die letzten 2 Gänge habe ich mit 27 km/h sowieso nicht gebraucht. Der fuhr nämlich im 12. genau richtig. Das heißt, da kann ich den ersten Gang ein bisschen stärker machen. Ja, Deadline für alles ist Ende Mai. Da geht es ja dann auf die Europatour. Und bis dahin muss einfach alles fertig sein. Also ich bin der Meinung, wir haben mir jetzt viel gezeigt. Ja, was soll ich sagen? Also wenn jetzt das aus dem Nix so bauen als... Wenn du nicht begabt bist, kriegst du es nicht hin, würde ich sagen. Nicht möglich. Du musst schon ein bisschen, sag ich mal, eine Ahnung von der Materie haben und vor allem das Vorstellungsvermögen und auch die handwerkliche, das Finish, das Handwerkliche. Weil, ja, vor allem die ganzen Gärungssachen. Ja, auch die Gärungssachen. Das ist schon mehr wie kompliziert. Ja. Das ist schon so. Das, was wir jetzt hier gebaut haben, ist natürlich schon... hohe Schule, das muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, sowas könnt ihr viel einfacher machen. Da könnt ihr Styrodur nehmen, beidseitig mit 0,8 Sperrholz belegen und dann zusammenkleistern. Da bringst du relativ schnell einfach was extrem Leichtes und viel Stabileres als alles andere auf dem Markt hin. Und so kannst du einen Wohnwagen mit etwa 35, 40 Kilo bauen, wo absolut stabil ist und auch die Oberfläche so ist. Ein Kinderspiel schön hinzukriegen, das ist dann keine Pappe drauf. Aber, ja. Aber das Problem ist ja auch die Ausdämmung von der Wärme, zum Beispiel von den Hohlkammerplatten. Ja, das ist ja für Mist, gar nichts. Das habe ich ja bei meinem gesehen. Wenn der in der Sonne steht, erstens wird er so heiß, kannst du nicht drinnen sitzen. Ja. Und kannst du auch nicht anpacken. Ja. Du kannst auch nicht, wenn du zum Beispiel hast ein T-Shirt an und lehnst dich an den Aluträger, weil die habe ich extra aufgelassen. Das wird heiß, Ui, das wird heiß. Das wird heiß,
Dann zuckst du mit die weg. Und ich habe auch von Les habe ich einem Kollegen, der hat so eine, für einen Lastwagen eine GFK-Kabine gekauft. Und dort habe ich aus mit der Boxi, eigentlich gleich wie ich den Wohnwagen gebaut habe, für die Duschtrennwand und diese Sachen gemacht. Und es war ein bisschen peinlich. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass schon nur 10 Grad Temperaturunterschied die Kabine schon 1 Zentimeter gearbeitet hat, GFK. Und meine Boxi, also eine Boxi-Konstruktion arbeitet nichts. Und deshalb haben wir oben 1 Zentimeter Luft gegeben, damit das Ganze arbeiten kann. Das würde sonst das GFK wegreißen bei einer Boxi, oder? Ja. Also ja. Und deshalb rendiert sich immer mit guten Materialien zu arbeiten. Das ist so. Aber wie gesagt. Im Endeffekt lohnt es ja auch, weil das Ding ist ja jetzt unkaputtbar. Ja, ist unkaputtbar. Geht nicht ja. kaputt. Und, dies, nicht kaputt. Ja, und unsere Philosophie ist nicht die Philosophie von anderen, aber ich finde es schade, auch nur irgendwie 10 Minuten in etwas zu investieren, was nicht perfekt ist, was nicht optimal ist, weil es ist Zeit, die du investierst. Und dann machen wir es halt lieber richtig und dann hast du Ruhe. Ja? Ja, warum brauchst du nicht unterwegs noch dran rumbasteln? Nee, du brauchst nicht zu basteln, da geht nichts mehr kaputt. Das ist so, ja. Es ist alles verlaminiert, ist alles. Der Materialpreis, das ist ja schon. Ja, ist happig. Das Dreifache, ne? Ja, ich denke, was hast du jetzt mit den Rädern? Du kostest etwa 4000 Materialkosten total. Oder 4.500, so. Zwischen 4 und 5.000 ja. Materialkosten. Wenn du etwas, wenn du Qualität willst, dann musst du das rechnen, ja. Ja. Aber es hält auch ewig. Ja, es hält ewig. Das beste Beispiel ist der Bootsbau. Du kannst heute Serienjachten kaufen, eine Bavaria oder sowas, mit 10 Meter Länge, um die 100.000. Ja, sorry, das ist einfach Schrott, oder? Aber du kannst eine kleine Swan kaufen oder ein Boot nach deinen Wünschen machen, in der gleichen Größe. Wenn du top willst, zahlst du das Fünffache. Das ist einfach so. Qualität hat ihren Preis. Und das ist ja nicht so, wie soll ich das erklären? Das hat nichts mit Angeberei zu tun, etwas sauber und gut zu machen. Ich sage immer, jeder macht das, was er sich selber wert ist. Und wenn jemand was Schönes will und er handwerklich begabt ist, kann er das relativ günstig selber bauen. So. Ja. Ist noch bezahlbar, weil die Stunden muss er ja nicht rechnen. Einfach das Material. Aber du hast für deinen Wohnwagen. Ja, vom Zeitaufwand war das gefühlt weniger wie für meinen alten. Ja, es geht sicher, wenn du Routine hast. Gut, ich habe das schon ein paar gebaut, oder? Aber wenn du das ein bisschen weißt, wie geht das schon schneller. Ja, ja. Das ist schon so, ja. Also sagen wir das nochmal. Also du bist mit dieser Konstruktion hast du fast die Hälfte. Wenn du das Volumen vergleichst mit Hohlkammer und mit Aluminium und anderen Konstruktionen, bist du hier mindestens bei der Hälfte vom Gewicht. Aber es ist ja nicht nur die Hälfte des Gewichts, es ist auch fünfmal stabiler. Ja. Du hast nichts, was ja, die Deichsel geht nie kaputt, die Radaufhängen gehen nie kaputt, die Wände sind stabiler und die Isolation ist auch schon dabei, ja, ist auch schon isoliert das Ganze. Mhm. Ja, hat eigentlich nur Vorteile. Und deshalb ist es eigentlich gar nicht so teuer, wenn du denkst, wenn du für das Material das Doppelte ausgibst und dann bist du leichter, die Hälfte vom Gewicht und x-mal stabiler. Ist es eigentlich günstiger? Vor allem lässt es sich ja auch eigentlich auch gut bearbeiten. Ja. Du brauchst so gut wie keine Maschine. Ja, ja. Einfach so einen Multicutter, das haben wir Kreissäge einmal benutzt. Ja, gute Schleifklötze, gutes Schleifpapier. Ja, ja, ein bisschen hier Bandschleifer mal. Ja, ja. Und der Fräse, eine gute Fräse. Kreissäge. Kreissäge, sonst ja. Wissen die nicht, was das ist. Ah, eine Kreissäge, ich kenne das nicht, ja. Eine gute Kreissäge mit einer Schiene, am besten die vom Festool, sowas, und dann könnt ihr loslegen. Ja. Ja. Gut. Okay. Das soll es dann von unserer Seite gewesen sein. Dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Und wir beiden werden ja sowieso privat immer was zu tun haben. Ja, ja, und wenn die Welt nicht untergeht bis im Mai, dann seht ihr noch ein zweites zusammengeschnittenes. Ja. Okay. Ja, dann macht's gut. Ich wünsche euch was. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao. Kennst du das? Tschüss. Ricola, tschüss. Schoki. Wer hat's erfunden? Ricola!